Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Ich freue mich sehr, 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 euch hier zu sehen und habe sehr Lust mit euch jetzt das neue Weißrepertoire auszupacken, das ich hier in der Videokategorie praktische Theorie gerade eben mit euch einstudiert habe oder euch zumindest gezeigt habe. Und jetzt hier haben wir direkt das Vier-Springer-Spiel am Brett. Und ihr wisst, was wir spielen. Wir versuchen jetzt einfach mal ganz genau, das ist so dieses Prinzip von praktischer Theorie, ich zeige eine Öffnung und dann versuche ich die in der Realität genauso umzusetzen und dann schauen wir mal, wo wir an Grenzen stoßen, um das dann auch entsprechend zu erweitern. So, Springer schlägt D4, hier in dieser Stellung gibt es eigentlich nur einen Hauptzug, nämlich Läufer B4 fesselt den Springer und übt Druck auf E4 aus und ja. Ich habe schon einiges zu dem Vier-Springer-Spiel gesagt. Wer jetzt das Video nicht geschaut hat mit der Theorie, auch gar kein Problem. Nutzt es dann einfach als normales Lerne, wie ich denke. Und bekommt vielleicht auch Lust aufs Vier-Springer-Spiel. Für mich absolute Top-Eröffnung. Ich habe die bis zu einem gewissen Level eigentlich fast nur gespielt. Fast ausschließlich. Irgendwann habe ich mal angefangen, so Italienisch zu spielen. Aber aufgrund dessen, dass wir hier nach Läufer B4 wirklich begrenzte Theorie haben, ist ein bisschen wieder da mit D8-Skandinaver. Nur für Weiß ist es, also kann man sehr schnell die ganze Theorie gut überblicken und deswegen eignet sich das total gut, weil wir haben immer wieder ähnliche Stellungen am Brett, die wir gut verstehen. Wir spielen Läufer D3, weil es gibt Probleme mit E4 und hier wird Schwarz an irgendeinem Punkt D5 spielen, entweder zuerst rochieren, rochieren und dann D5 oder direkt D5, wir tauschen in jedem Fall und dann rochieren wir zuerst und ja, auf D5 müssen wir schlagen, Bauer schlägt zurück und das ist jetzt die Grundstellung, die ich auch genauso als Grundstellung in dem Theorievideo gezeigt habe. Und in dieser Stellung haben wir jetzt verschiedene Pläne, habe ich auch da so dargestellt. Entweder spielen wir mit Läufer G5 die Variante oder wir spielen die mit H3, Dame F3 und Läufer F4. Ich entscheide mich jetzt für die moderne Variante, weil ich spiele ja gegen einen Spieler mit über 2-4 auf Leeches und möchte deswegen auch sozusagen die Variante auspacken, mit der man in meinen Augen gegen diese Range of Leeches die besten Resultate erzielt, nämlich Gegner aus dem Buch bringen. Gegner ist sicherlich noch im Buch und nach Läufer G5 wird das auch noch weiterhin sein. H3 ist ein moderner Plan. Ich glaube, von Aronian wurde der in die Praxis eingeführt. C6, logischer Zug, deckt hier das Zentrum. Wir spielen Dame F3. Die Idee von H3 war übrigens, Läufer G4 zu verhindern. Turm E8 kam sehr schnell und Läufer F4, letzter Zug in unserem Plan. Ja, wir spielen den Läufer nach F4. Jetzt wird der D6 dem gegenübergestellt. Das ist für uns kein großes Problem. Wir spielen Turm E1. Eigentlich freuen wir uns sogar ein bisschen, wenn die schwarzfeldrigen Läufer vom Brett verschwinden, weil wir haben die leicht bessere Bauernstruktur. Der Gegner hat hängende Bauern, so nennt man das. C5 und D5 spielt sich ein bisschen wie eine Isolani-Struktur. Und ja, aus unserer Perspektive schlägt F4. Interessant. Springer schlägt, würde ich sagen. Ich glaube, Läufer schlägt F4 macht man eigentlich jetzt auf höchstem Level. Ich habe diese Öffnung ausanalysiert, weil ich früher also auch noch, das war mein mit E4, auch gegen die Stärksten, so über 2-4 Elo, habe ich eigentlich nur diese Variante gespielt, weil ich mich halt da gut auskenne. Und ich glaube, Läufer schlägt F4 macht man nicht freiwillig. Manchmal forciert man mit Weiß sogar mit Dame G3, doppelt dann auf dem Läufer drauf diesen Zug. Und jetzt frage ich mich, ob man mit dem Springer oder mit der Dame schlägt. Ich würde sagen, mit dem Springer, wir geben den Weg für den Turm frei. Damit D6, okay. Und schwarzer Plan sollte sein, C5 zu spielen. Dann schön mit den Bauern vorzurücken. Aber ehrlich gesagt ist es hier jetzt nicht extrem gefährlich für uns, weil wir haben also sehr aktive Figuren und die bessere Bauernstruktur. Wir könnten überlegen, hier den Läufer mitzunehmen. Das Problem ist immer nur so, eigentlich hat man da nicht so Bock drauf, weil dann der F-Bauer auf E6 steht und dann vielleicht mit E5 ins Zentrum kommt. Deswegen lasse ich das erstmal sein. Typischer Zug, den es auch in diesen Stellungen gibt, ist Springer H5 als Idee, erstens noch eine Figur zu tauschen und zweitens auf Springer schlägt, Dame schlägt. Druck auf H7 zu haben, muss zum Beispiel G6 kommen, wir ziehen die Dame wieder zurück und haben die Stellung ein bisschen geschwächt. Wir könnten überlegen, auch einfach mal die letzte Figur ins Spiel zu bringen, zum Beispiel Turm D1. Wir könnten überlegen, C4 zu spielen. Also hier gibt es viele, viele Möglichkeiten der Stellung, die man gut spielen kann. Sehr spannende Frage, was hier am besten ist. Also das meine ich auch, das ist ein bisschen das Prinzip, wie ich mir es jetzt so gedacht habe, also mit diesen praktischen Theorie, dass ich die Eröffnung darstelle und dann irgendwann kommt man, ich meine, wir sind im 15. Zug und die Stellung kam mir bis gerade noch bekannt vor, aber man kommt irgendwann aus dem Buch und muss eben dann
ohne Theorie gute Pläne finden. Also Springer H5 habe ich schon öfter gesehen und lockt mich auch einfach, um diesen Springer abzutauschen, der auch übrigens Kontrolle über E4 nimmt. Dann lasse ich Weiß am Ende nur noch mit diesem Läufer übrig gegen diesen Läufer. Meiner ist auf jeden Fall aktuell aktiver als der Schwarzfeldige. Der Schwarzfeldige hat eine starke Diagonale, wir haben zwei. Allein das und wir haben die bessere Bauernstruktur. Deswegen spricht nichts gegen Tauschen. Und es kommt natürlich mit Tempo auf H7, aber bitte nicht falsch verstehen. Wir wollen jetzt hier nicht matt setzen auf H7, sondern sind zufrieden damit, wenn wir nach G6 noch einen Bauern auf Weiß gestellt haben. Unser Läufer ist weißfeldrig, gegnerische auch. Das heißt, das ist ganz gut für uns, wenn Bauern auf Weiß stehen, weil die den gegnerischen Läufer einschränken. Springer schlägt, Dame schlägt. G6, genau diese Variante. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wo die Dame hin will. Auf H6 sieht so gefährlich aus, aber wir haben ja ehrlich gesagt keinen Folgeplan, um auf H7 Druck zu machen, außer wir kriegen einen Turm nach H4, halte ich für unrealistisch. Genau, deswegen gehe ich nicht nach H6. Ich würde gerne auf den schwarzen Feldern ein bisschen spielen, deswegen sieht G5 für mich ziemlich attraktiv aus. Aber auch F3 sieht auch attraktiv aus. Was könnten Vor- und was könnten Nachteile sein? Also wir müssen jetzt hier präzise sein. Wir könnten auch überlegen, mit Dame E5 hier sogar noch Damen zu tauschen. Einfach deshalb, mache ich jetzt auch, weil wir hier die bessere Bauernstruktur haben. Dann steht der Turm direkt auf E5 und wir können mit Turm AE1 eventuell hier verdoppeln und Druck ausüben. Dame schlägt, Turm schlägt. Und jetzt haben wir halt, also auf hohem Level hat hier diese Vier-Springer-Spiele ein bisschen den Ruf, eine Remiereröffnung zu sein. So im Vergleich zu Italienisch wahrscheinlich so unterschreiben. Aber ich meine, wir haben halt jetzt eine gut spielbare Stellung, in der wir auf Vorteil spielen. Das ist also ein bisschen die Carlsen-Methode. Finde ich sehr, sehr angenehm. Okay, wir haben verdoppelt auf der E-Linie. Das ist die einzig offene Linie am Brett. Macht sehr viel Sinn. Plan ist übrigens F4, F5. Okay, Gegner spielt gut. Aktiviert den König bis nach D6. Das sieht total logisch aus. Ich könnte F4, F5 spielen. Bauer schlägt, Läufer schlägt, dann ist der gefesselt. Ja, ich spiele F4. F4 übrigens auf einem schwarzen Feld und spiele hier F5. Der Läufer ist gefesselt, Bauer muss nehmen und dann schlage ich mit dem Läufer zurück. Drohen der Stellung, noch Läufer schlägt, nicht hier zu nehmen. Den Läufer, das wäre, also da würde die Bauernstruktur wieder reparieren. Okay, das ist auch interessant. Läufer D7. Ja, das ist sogar ziemlich gut, weil der Gegner also tauscht jetzt mindestens einen Turm. Hier, also müssen wir irgendwie nehmen. Und der gegnerische König ist schon aktiv. Wir müssen aufpassen, dass es hier nicht zu einem schlechteren Endspiel wird. Wir haben trotzdem ein bisschen bessere Bauernstruktur. Aber ja, Vorsicht ist auf jeden Fall geboten. Glaube ich, war von mir hier nicht präzise gespielt. Also würde ich mir präziser wünschen. Jetzt frage ich mich, ob wir König F2 spielen können. Wäre sehr logisch, damit wir auch auf das Schlagen den König schon im Zentrum haben. Aber dann, glaube ich, kann Schwarz hier den Bauern nehmen. Also König F2, Turm schlägt, Bauer schlägt zum Beispiel und Läufer schlägt, Bauer schlägt. Diese Stellung hier ist sehr spannend, aber ist mir zu riskant. Ich nehme den Turm, nehme den Bauern. Oder den muss ich jetzt nicht nehmen. Ich kann auch König F2 spielen, auf Bauer schlägt ich mit dem Läufer zurück. Habe hier zwei Isolanis. Ja, und wir müssen also vorsichtig sein wegen König E5. Dann müssen wir tauschen. Bauer schlägt, wir schlagen so. Man sollte zum Zentrum hinschlagen und ja, ehrlich gesagt sieht die Stellung jetzt schon remieslich aus, aber ja, der Gegner hat einen aktiven König, wir haben die bessere Bauernstruktur. Bessere Bauernstruktur kann man am besten nutzen, wenn man noch ein bisschen Figuren hat. Hier haben wir nur noch den Läufer, heißt bessere Bauernstruktur ist nicht das Riesenargument. Wir haben aber den besseren Läufer, das ist vielleicht ein bisschen ein Argument. Weiß ich nicht, wie lange das noch sein wird nach C5. Ja, vielleicht macht es hier Sinn, B4 zu spielen, dann kommt auch C5. Aber dann könnten wir vielleicht vorbeiziehen. Kommt C4. Ich würde nicht irgendwie gerne hier auf jeden Fall noch auf Vorteil, also auf Sieg spielen. Ist aber aktuell also einfach nicht realistisch, weil ja. Okay, G5. Jetzt wird es vielleicht realistisch, weil G5 also mischt ein bisschen die Karten neu. Stellt den Bauern auf Schwarz. Das erscheint sinnvoll. Wir könnten F6 spielen mit Tempo auf H7. Dann wird H6 oder H5 provoziert. Und unser Bauer hier ist sehr gefährdet. Zu gefährdet. Können wir nicht zulassen. Könnten H4 überlegen. Bauer schlägt, versuchen den abzuholen, aber das sehe ich auch noch nicht. Ich spiele einen ganz natürlichen Zug und zwar König E3. Aber G5 war, glaube ich, ein feiner Zug, weil jetzt
müssen wir den hier irgendwann decken. Angenommen, der wird von König und Läufer doppelt angegriffen, müssen wir mit G4 spielen. Und auf G4 stehen unsere Bauern hier auf weißen Feldern. Gegner hat den weißfeldrigen Läufer und deshalb bin ich vorsichtig. Aber ich spiele hier jetzt C3, verhindere auch den Zug D4. Und wahrscheinlich spielt Schwarz C5. Wenn Schwarz jetzt nicht C5 spielt, spiele ich B4 und freue mich auch. Weil dann funktioniert C5 nur in Verbindung mit König D6. Also ich versuche auch meine Bauern auf schwarze Felder zu stellen. Ja, C5. Okay, H5 droht. Jetzt die Frage. Wenn jetzt nicht droht, spiele ich B4 und freue mich. Aber die Stellung ist ziemlich ausgeglichen. Aber also auf G4. Schlagen, schlagen. Kann ich selbst nicht mehr G4 spielen. Also wenn jetzt Schwarz am Zug wäre, sagen wir G4, schlägt, schlägt, ist die Frage für mich, ob dieser Bauer hier fällt nach Läufer D7. Also sagen wir, ich spiele B4, das ist ja der Zug, den ich machen will, sonst würde ich jetzt sofort G4 spielen, gar kein Risiko eingehen. Aber sagen wir, ich spiele B4, weil, also wenn ich B4 spiele, habe ich Angst vor zum Beispiel Tauschen, Tauschen und C5. Dann habe ich fast keine Gewinnchancen mehr. Wenn ich jetzt aber B4 spiele, habe ich noch Gewinnchancen am Damenflügel. Schwarz spielt zum Beispiel G4. Ich tausche, Bauer schlägt. Und ich spiele zum Beispiel Läufer E2, dann schlägt der König und ich habe einen Bauern verloren. Auf ja, G4. G4 sieht unangenehm aus, deswegen spiele ich jetzt selbst G4. Und okay. Also ist hier Endspiel, muss man sehr präzise spielen und muss auf jeden Fall immer auf der Hut sein. Ich hoffe, dass euch das hier auch gut gefällt und wenn euch an sich das Videoformat auch gefällt, dann liked das Video, abonniert den Kanal, damit helft ihr mir wahrscheinlich mehr, als ihr euch das vorstellen könnt, durch so einen Klick. Aber wenn das viele machen, mag YouTube das. Ja, also ich C5 hier, also tauschen wahrscheinlich, sonst könnte ich sogar Freibauern bilden, also tauschen. Schlagen zurück und dann C5, damit rechne ich aktuell, also befürchte ich, weil ich dann nicht mehr so richtig sehe, wie wir Fortschritt machen. Also ich würde dann wahrscheinlich anfangen, die Stellung sehr abwartend zu behandeln, also zum Beispiel mit dem Läufer zu ziehen. Wir könnten uns eventuell noch überlegen, dann auf C5 mit B4 zu spielen. Das wäre einziger Weg hier, diese Stellung noch auf Sieg zu spielen. Bisschen riskant deswegen wegen D4, aber okay, schauen wir uns gleich an, wenn es soweit ist. Erstmal noch so grundsätzlich zu der Stellung. Also ich weiß nicht, woran Schwarz überlegt. Vielleicht an F6. Auf F6 nehme ich bestimmt nicht auf H5, wegen Läufer schlägt H5 und danach habe ich hier die Schwäche auf F5. Also F6 sieht auch sehr logisch aus. Weil vielleicht... Okay, schlägt, schlägt und C5. Okay. So, jetzt haben wir diese Stellung am Brett, die ich befürchtet habe und wir müssen vorsichtig sein. Also hier so einem Läufer-Endspiel mit gleichen Bauern kann man nicht so gut tricksen wie in anderen Endspielen. D4 ist gefährlich. Wir schlagen zurück, Bauer schlägt. Also sagen wir spielen selbst B4, dass wir auch die genaue Stellung visualisieren. Schon mal Rechenarbeit leisten. Also auf B4, C schlägt B4, Bauer schlägt B4. Kann auch D5 kommen. Ist genau dieselbe Stellung, wie direkt auf D5 Bauer schlägt. Also die kriegen wir jetzt sehr sicher. Also, weil ich glaube, auf B4 Bauer zieht vor, dann das ist super. Dann ziehen wir den Läufer und D4 funktioniert nicht mehr von Schwarz aus. Was mich nur extremst stört, ist die Variante B4. Bauer schlägt zum Beispiel, Bauer schlägt D4 Schach. Wir ziehen den König auf F3. Wir müssen irgendwie an F3 dranbleiben. Weil König F4 sonst kommt und dann müssen wir uns Sorgen machen. Und dann, also in der Stellung nach König F3, Läufer C6 Schach. Wir ziehen den König nach G3, weil wir hier dranbleiben müssen. Und dann wäre die Stellung eigentlich ziemlich cool, wenn es nicht den Zug Läufer E4 gäbe. Und dann steht hier ein Freibauer. Unser Läufer ist angegriffen. Der Läufer kann zwar wegziehen und der Freibauer kann dann aber laufen. Und wir haben hier zwar dann auch 2 gegen 1, das reicht aber nicht. Also da müssen wir jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Also wir könnten zum Beispiel prophylaktisch König F3 spielen, um dann auf diesen Zug schlagen, schlagen, Läufer E4 zu spielen. Das sieht aber nicht so toll aus, wegen Zügen wie Läufer B5. Das ist durchaus gefährlich.
Jetzt sind wir hier wirklich im Endspiel, wo wir schon sehr vorsichtig sein müssen, dass wir nichts einstellen. Deswegen muss man sich hier Zeit nehmen. Wir haben nur 3 Minuten, aber das ist die Entscheidung, die das alles beeinflussen wird, weil es ist eigentlich eine simple Stellung, aber wir müssen die Bauernstruktur, es fühlt sich so an, als ob also die Stellung auf keinen Fall verloren ist, aber wir müssen die Bauernstruktur jetzt hier erfolgreich festlegen. Läufer F, König F3, Läufer C6. Hier sehe ich, ehrlich gesagt, nicht viel. Mit C4 spielen das Ganze nur ein bisschen schlimmer nach D, wobei vielleicht C4, D4 König zieht. Läufer gibt Schach, wir ziehen König G3, Läufer E4, aber dann haben wir auch nichts mehr. Es sieht fast so aus, als wäre B4 hier einziger Zug. Ja, ich spiele B4. Hab gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Vor allen Dingen also wegen D4 oder Schlagen und dann D4 wird Schwarz auch spielen. Recht überzeugt, Schwarz hat bis jetzt so eine saubere strategische Partie hingelegt. Also, kenne ich von meinem Privataccount mit so 200, gut 200 Punkten mehr, fühlt sich genauso an. Dieses Spiel ist ja, also Schwarz hat hier strategisch auf jeden Fall ordentlich was drauf. Sehr sauber auch den König hingestellt, war gut, hat mich ganz schön erwischt mit der schnellen Königsentwicklung und deswegen stehen wir einfach, wir haben ein bisschen passiveren König und das ist jetzt hier der Preis, den wir dafür zahlen. Okay, C schlägt D4 und jetzt müssen wir sehr, sehr präzise sein. Also bei König F3 kommt dieses Schach. Und dann müssen wir nach G3 und dann kommt Läufer E4. Das ist die Stellung, von der ich die ganze Zeit spreche. Und weil ich die auch sehr befürchte, den können wir dann nicht nehmen, weil dann ist der Bauer durch. Oder? Oder? Okay. König steht hier, Läufer E4, wir nehmen den Läufer, König schlägt, Bauern ins Spiel berechnen, immer ganz wichtig, König F2, König D3, damit der Bauer durchkommt, König E2, König C2 und der Bauer ist durch. Okay, ist gar nichts. Wenn der König hier steht und der Läufer hier, müssen wir dann den Läufer wegziehen, aber wenn wir Läufer ziehen, läuft der Bauer auch direkt. Okay, wir könnten versuchen, Läufer E2 zu spielen und dann auf Bauernzug Läufer D1, weil dann kriegt man den Läufer nur noch vertrieben, wenn man den König nutzt. Das könnte ganz gut sein, weil wir bis dahin vielleicht auch selbst tief werden, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also es sieht schlecht aus. Also, was haben wir sonst für Alternativen? Wir können König F2 spielen auf ein schwarzes Feld oder vielleicht dann können wir auch direkt König D2 spielen. Läufer wird aktiv. Wir spielen unseren Läufer, also der König wird wahrscheinlich aktiv. Wir decken hier das Feld. Der Läufer zieht nach C6. Und ja, okay, also ich spiele König D2 nach Ausschlussprinzip, aber hab, also unser Trumpf ist natürlich, sind diese 2 Freibauern und also die können schon auch gefährlich werden. Also die sind auch nicht langsam. Also sind natürlich langsamer als jetzt die gegnerischen, also als dieser hier, wenn wir Läufer abtauschen, aber ich weiß nicht, ob die langsamer sind als diese hier. Und also Schwarz wird jetzt hier, wenn Schwarz das möchte, einen Bauern gewinnen mit König F4. Wir decken den Bauern und Läufer C6, Läufer F3. Aber ich meine, bis dahin sind wir hier auch ganz schön weit. Also was ich hier mache, ist ganz, ganz objektiv und rational, ohne mir irgendwas vorzumachen, diese Stellung zu beurteilen. Und ich bin nur daran interessiert, den besten Zug zu finden. Ich bin nicht daran interessiert, wir sind im Endspiel. Das ist, gibt hier nur Gewinnen oder Verlieren oder Remis. Bin nicht daran interessiert, jetzt hier noch irgendeinen Trick zu spielen oder so, sondern nur noch nach besten Zügen zu suchen. Also König D2 ist ein Zugeständnis, weil der gegnerische König jetzt aktiv wird. Aber ich behaupte, ey König, du entfernst dich eigentlich vom Geschehen und das ganz eigentliche Geschehen spielt jetzt hier gleich am Damenflügel. Damenflügel. Bin ganz optimistisch. Aber schwierige Stellung. Also was soll Schwarz hier meiner Meinung nach machen? Also es ist schon sehr riskant jetzt hier da sich zu entfernen, wobei das bestimmt auch, bestimmt irgendwie auch funktioniert. Okay, Läufer C6 direkt. Okay, da müssen wir jetzt vorsichtig sein, weil Läufer F3 ist eine Drohung. Deswegen spiele ich hier Läufer E2, damit der Läufer nicht nach F3 geht. Das war also ein kleiner Trick, den Schwarz hier aufgebaut hat, mit dieser Zugreihenfolge. Und auf König F4 wird die Sache sehr konkret. Wobei auf König F4 können wir vielleicht auch... wir können nicht König D3 spielen wegen Läufer B5 Schach. Okay, es kommt F6, ein Abwartezug. Jetzt spiele ich hier B5. Der Läufer muss sich jetzt mal entscheiden, willst du hier spielen oder willst du da spielen? Wenn der Läufer sagt, ich will auf der langen Diagonale bleiben, um dich hier zu nerven, was ich gar nicht weiß, ob das so gut ist.
ich zum Beispiel A4, A5, bild einen Freibauern, lenkt den König ab und fresst zum Beispiel diesen Bauern und dann ist die Stellung mindestens Remis. Wobei wir hier, also aktuell haben wir jetzt die gefährlichen Freibauern, weil unser König hält den auf. Okay, Schwarz entscheidet sich für Läufer D7, fühlt sich für mich auch richtig an. Wir haben nicht König D3, weil der hier hängt, aber ich spiele direkt diesen Zug hier. Das Läuferopfer und das glaube ich aktuell nicht, weil unsere Freibauern dann durch sind. König D6, okay. Schwarz zieht ein bisschen die Notbremse. Wir können König D3 spielen, dann kommt König C5. Weiß nicht, ob das uns irgendwas bringt. Auf A5 kommt auch König C5. Wir verlieren den Bauern, also wir müssen auch wieder super vorsichtig sein, wie wir die Stellung behandeln. Okay, ich spiele diesen Zug. Ich spiele jetzt, fange jetzt an, sehr aktiv zu spielen. Der Läufer kann nicht mehr nach C6. Wir haben jetzt mehr Raum in einem Bauernendspiel und der Bauer ist gerade aktuell eine Schwäche. Im Läufer C4 spiele ich, damit ich gleich hier Läufer König D3 spiele, ohne meinen Läufer einzusperren. Meine Idee ist auch, wenn sich der König zu weit entfernt, vielleicht mal Läufer E6, wobei es nicht zu gefährlich sein sollte, wegen dem Zug Läufer E8, dann aber einziger. Ja, Schwarz, denke ich, will hier rein und den Bauern gewinnen. Dann dachte ich mir halt jetzt, okay, wir müssen rechnen. König C5, König D3, König B4. Okay, jetzt passiert. Wir könnten den noch einschieben, wenn der was bringt. Nicht, König D3. Ich kann immer mit diesem Läuferopfer eigentlich rechnen. Das mache ich hier gerade zu wenig. Funktioniert das? Läufer schlägt C4, Läufer schlägt F5, Bauer schlägt und G4. Ey, das ist studienartig, aber scheint zu funktionieren. Krass, krass, krass. Boah, das ist hardcore. Wir müssen es rechnen. Läufer schlägt F5, Bauer schlägt und G4. Dann ist der hier weg und der Bauer steht auf G4, der Läufer ist auch weg. Haben wir aktuell, weil der König so doof steht, keine Möglichkeit irgendwie durchzukommen. Wir müssen, einziger Versuch, hier selbst laufen. Bauer läuft eins weiter. Wir laufen. Bauer schlägt. Okay, er hat es nicht gesehen, glaube ich, dass es ganz schwierige Stellung. Ich glaube, der hier könnte gut sein. Weil ich, also ich muss ja eigentlich Läufer schlägt F5 verhindern. Das ist ziemlich übler Zug für uns. Was ist mit dem? Wie sagen wir, der eigentlich Läufer schlägt F5. Ja, ich spiele jetzt diesen Zug, ist ein bisschen fahrig, weil ich Läufer schlägt F5 auf Zeitgründen habe ich jetzt noch nicht berechnet. Ja, auf König B4 freue ich mich, weil dann bilde ich einen Freibauern. So, aber das schwierig, aber auf König B4 hängt auch der hier. Also das ist in Ordnung. Läufer schlägt F5, müssen wir rechnen. Bauer schlägt F5, G4. Aber ich meine, ich bin jetzt einen Zug weiter vorne. Auf G4 kann ich dann diesen hier spielen. B6 schlägt. König muss schlagen. Und dann Läufer D2. Ich habe den aufgehalten, gewinnt die Stellung. Also jetzt hier, nach dem klappt es auf jeden Fall nicht. Vielleicht hat es einen Zug vorher auch schon nicht wegen A5 geklappt. Aber ja, wir spielen ja auf jeden Fall gerade sehr, sehr aktiv. Fühlt sich recht intuitiv an. Plan, den ich hier auch irgendwie habe, ist hier in der Stellung auch A6 zu spielen. Stellt eine Falle auf, nämlich Läufer E6. Dann muss sich der Läufer tauschen und ich bilde hier einen Freibauern. Das hier ist nicht schnell genug. Die Stellung wäre gewonnen. Das Problem ist nur ein bisschen, nach A6 gebe ich meinem Gegner die Möglichkeit, Läufer E7 zu spielen. Und nach Läufer E7 ist sogar Zugzwang. Ich könnte B6 spielen. König muss nehmen. Ich schlage, stehe auch aktiv. Okay. Interessant. Wirklich, wirklich spannende Stellung. Mit 20 Sekunden schwer zu rechnen. Ich fange jetzt eine Variante zu rechnen. A6, in dieser Stellung, wenn die so wäre. Oder sagen wir, es kommt hier Läufer D7. Der sieht doch logisch aus. Greift den Bauern an. Sagen wir, ich spiele B6. Bauer schlägt. König schlägt. Dann habe ich aber, also aktiveres Endspiel, habe hier auf jeden Fall, weil die Bauern auf Weiß sind, auch nicht so leichte Chancen. Aber das wäre, glaube ich, in Ordnung. Auf Läufer D7 kann ich da noch stärker spielen. Ich könnte zum Beispiel A6 probieren. Wenn der Läufer zurückgeht, gewinne ich. Okay, Läufer B7. Jetzt auf A6 hat der Läufer gute Felder. B6 in dieser Stellung. Ja, ich spiele B6. Wobei,
Ja, ich spiele B6. Mach mir aber auch Sorgen, was passiert auf Schlagen, Schlagen und Läufer F3. Okay, ich meine, Schwarz droht noch nicht so viel, weil auf Schlagen läuft der Bauer. Okay, König schlägt und Läufer F3. Das hier ist passiert gleich, Läufer F3. Okay, dann könnte die Stellung Remis sein. Habe ich irgendeinen guten Zwischenzug? Nee, ich schlage. Läufer F3, wir kämpfen. Wirklich kämpfen. Wow, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Läufer schlägt. Jetzt merken wir, was es bedeutet, wenn die Bauern auf der eigenen Farbe sind. Zieht. Ja, das. Boah, Weiß spielt gut. Die Stellung ist sehr problematisch. Könnte gut verloren sein. Läufer schlägt G4, König E4. König aktiviert sich. Wir lassen jetzt mal alles stehen. So. Läufer zieht weg. Dann zieht der Bauer. Läufer mal ein bisschen bessere Felder. Ah, Schach ist gut. Weil, was sagen wir, wenn der Bauer zieht? König zieht. Ich mal ab. Ja, dieses Schach gewinnt jetzt den Bauern. Krass. Voll reingelaufen in die gegnerischen Möglichkeiten. Ist schade, so ein Endspiel hier noch zu versauen. Ja, jetzt ist es auch wirklich total verloren. Aber probieren es mal noch. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie den Läufer gegen zwei Bauern getauscht. Aber glaube ich nicht nach der Leistung, die Schwarz hier abgeliefert hat, dass das noch klappt. Drohung hier ist dieser Zug. Läufertausch. Wäre ich mich mal noch einen Zug dagegen. Und also wir versuchen es auf jeden Fall hier möglichst noch durch diverse Tricks die Stellung irgendwie ins Remis zu retten, aber rein realistisch ist es nicht möglich. Also ich versuche den Läufer mal hier auf, also es ist eine ganz lange Reise zu auf so eine Blockadestellung. Das Problem ist immer nur, er drückt die Bauern durch und ich kann den Läufer nie opfern, weil, also Läufer plus Bauer ist halt auch noch gewonnen. Jetzt wäre nach F3 sofort Remis, weil ich den Läufer Opfer, Bauer schlägt. Das weiß aber, weiß gut zu verhindern. Ich versuche jetzt noch ein bisschen auf Patt-Tricks zu spielen, dass sozusagen hier unten Patt gesetzt werde, nachdem ich den Läufer opfer, aber das wird Schwarz auch, glaube ich, gut verhindern. Aber ich zeige gerne noch jetzt ein bisschen, was ich meine. Okay, König D2 will Schwarz spielen. Wenn wir Schach geben, D2 droht dann G3. Schach. Ja, schon, ich spiele Läufer F1, also steht passiv, aber das ist ja auch nicht mehr so wichtig, ob der jetzt aktiv oder passiv steht. F3 zum Beispiel. Okay. D5 nimmt uns Möglichkeiten. G3 kommt sowieso, deswegen kann ich schon mal prophylaktisch den König zur Seite stellen. Jetzt gebe ich Schwarz freie Auswahl mit welchen Bauern und ich will hier eigentlich nur auf Patt spielen. A3, F3 zum Beispiel. G2. F2, ich stelle hierhin, F2 Schach und Matt. Ja, gut gespielt. War sehr spannend und ich freue mich jetzt darauf, mit euch diese spannende Eröffnung auch zu analysieren und mal zu schauen, wo man noch hätte besser spielen können. Aber denkt daran, Schwarz hat hier 2-4 und hat sich gut ausgekannt. Und wäre cool, wenn ihr das Video liked und den Kanal abonniert. Wir sehen uns jetzt gleich zur Analyse wieder. So, am Brett hier das 4-Springer-Spiel, genau in der Variante, die wir schon analysiert haben. In dem Theorievideo, C schlägt D5, H3, das ist jetzt hier, also leichteres Spiel hat man nach Läufer G5. Dann hat man auch so Tricks wie, also C6, wir drohen gerade hier übrigens auf D5, das kann schon übersehen werden. Aber auch hier nach C6, Dame F3, sind wir doppelt auf der gefesselten Figur. Also wir greifen die gefesselte Figur nochmal an und zum Beispiel nach Läufer E7, Turm E1 locken so Varianten wie H6 und in der Stellung Läufer schlägt H6. Aber also ist beim besten Spiel auch Ausgleich, aber hier kann man mit Weiß schon sehr, sehr böse Sachen probieren.
Okay, also es kommt aber H3 von mir, weil ich wollte jetzt hier so diese professionelle Variante spielen. C6 von Weiß hier. Weiß spielt Nakamura, Kayakin, Morosevic, Wang. Ist eine coole Variante, kann man auf jeden Fall sagen. Dame F3, Turm E8, Läufer F4, Läufer D6. Turm Fe1, das ist alles noch sehr normal. Läufer E6 auch. Hier Hauptvariante gibt es in der Master-Datenbank noch 100 Mal knapp. Also ist schon für 13 Zug relativ häufig. In so einer Variante wie für Springer-Spiel. Springer E2, so hat zum Beispiel Kayakin gespielt gegen Andrekin. Also Andrekin war weiß, Kayakin war schwarz. Oder Xiong gegen Nepomniachtchi haben wir auch. Xiong geschlagen. Hat zum Beispiel Nepo, also auf jeden Fall gut. In 42 von 42 Partien wurde mit dem Springer zurückgenommen. Und jetzt hier Dame D6 gibt es auch noch. Also Schwarz hat hier auch in öffnungstheoretisch extrem viel geliefert. Springer A5 ist auch völlig in Ordnung, ist aber hier nicht kritisch. Dame G3 ist der Zug von zum Beispiel Xiong mit knapp 2-7, wer ihn nicht kennt. Und ja, das ist auch, passt auch sehr, sehr gut ins System. Also sagen wir mal hier zum Beispiel kommt in der Stellung also gar nichts. Ich will nur ein bisschen zeigen, was so die Idee ist, die wir haben. Wir wollen auf den schwarzen Feldern spielen und zum Beispiel hier jetzt Turm E3 bereitet auch eine Verdopplung vor. Sagen wir, es passiert wieder nichts, nur damit ihr den Plan gut versteht. Turm E1 und weitere Züge, die man an der Stellung hat, wäre dann auch zum Beispiel an diesem Punkt Springer H5. Das bezweckt dann wieder, dass wir Damen tauschen, aber in dem Fall mit dem schönen Zwischenzug Springer F6 Schach. Das ist ein bisschen die Idee von dieser Batterie mit Dame G3. Dann haben wir die Bauernstruktur neben zurück. Hatte ich auch schon mal genauso vom Motiv her mit, wenn der Springer F4 steht, Dame G3 im Langzeit. So, hier ist es also jetzt also eine ausgeglichene Stellung. Die Engine sieht halt das Remis hier auch. Ja, aber es war nicht so leicht, weil Schwarz hat hier wirklich perfekte Partie hingelegt. Mit dem König auch schön aktiviert. Und das war jetzt alles recht normal. Auch tauschen. Und jetzt war König F2 hier aber noch nicht so, so stark, weil nach König F2 ist G5 der Killer. Hat man auch gesehen, legt die Bauern auf weißen Feldern fest. Hätte man sehen müssen. Hätte ich unbedingt sehen müssen, das ist schwach. Hätte ich nehmen sollen. Und dann zum Beispiel H-Schlag G6, dann König F2. Und dann gibt es die Probleme nicht, weil die Bauern, die stelle ich halt auf Schwarz. Und ja, die Stellung hier hat Schwarz zwar immer noch den aktiven König, aber Schwarz hat nicht die Schwächen, auf die man dann so gut spielen konnte, wie nach G5. H5-4 war die erste Ungenauigkeit vom Schwarzen in der ganzen Partie. Ungenau, weil also C5 direkt besser gewesen wäre. Auf H5 war G4 auch logisch, also was ich spielen wollte, B4, hatte ich eigentlich Angst vor G4, was nicht so berechtigt war, weil hier anscheinend wird der Bauer auch schwach mit Zügen wie Läufer E2, die man gleich sieht in der Analyse. Hier wäre aber H4 sehr gut gewesen, stellt einem Bauern hier nach B4. H4 stellt die Bauern auf Schwarz, legt die wieder auf Weiß fest. Das ist deutlich genauer und hier steht Schwarz ziemlich gut. Nach G4 habe ich eine ausgeglichene Stellung. Das war auch, hat man, glaube ich, gut gesehen. Aber jetzt habe ich hier die Bombe platzen lassen mit einem ziemlich schlechten Zug, nämlich B4. Hier hätte es, also ich habe ja lang reingeschaut, aber es hätte eine gute Verteidigung gegen die Methode gegeben, nämlich mit Läufer C2. Und wenn dann dieses Schach kommt, schlägt man raus, schlägt und spielt König D2. Und das ist ein bisschen besser als Partie, weil wir haben wieder dieselben Ideen mit diesen Bauern, aber können deutlich besser verteidigen. Also zum Beispiel hier Läufer D1 steht jetzt nicht auf E2 und der Bauer steht nicht auf B4. König F4 und ja, das war, also so eine ähnliche Stellung hatten wir auch und so wie es in der Partie war, war es auch Remis. Das Problem ist nur, wenn man ehrlich ist, hier in dieser, genau dieser Variante nach König D2 wäre jetzt der Zug Läufer A4 extrem stark gewesen. Nachdem habe ich gar nicht mehr so viele mögliche Züge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich muss ja gegen König F4, muss ich hier ja schon also Läufer E2 spielen und auf König F4 gehen mir langsam die Züge aus. Weil wenn ich jetzt anfange hier B5 zu spielen, das ist zwar ganz cool, aber A4 kriege ich nicht hin und der Läufer blockiert. Also das ist die Idee von Läufer A4. Und hier habe ich halt keinen Plan mehr. Und Schwarz hat schon Pläne, nämlich hier den Bauern weiter vorzubringen zum Beispiel. Und alles steht auf Schwarz. Super unangenehm. Läufer C6 hat mir, also das war der erste Blunder von Schwarz, hat mir hier geholfen, weil nach Läufer E2 habe ich eine Remisstellung. F6, aber jetzt habe ich es versaut, nämlich mit B5. Hier hätte man einfach abwarten sollen. Läufer
D1 und dem Schwarzen keine Eintrittspforte geben können. Abwarten, abwarten, abwarten. Schwarz, wenn du wirklich anfängst, hier rüber zu laufen, ey, dann laufe ich hier mit dem Bauern, bilden Freibauer und das Spiel ist wieder völlig offen, aber wahrscheinlich Remis. Mit B5 habe ich jetzt hier aber das Feld C5 freigegeben. Der König kommt dran. Ich habe es so bitterlich gespürt. War jetzt Schnellschach. Ich hatte halt nur eine Minute, aber habe auch aufgrund der Zeit deshalb hier keine gute Technik gezeigt. War schon in Ordnung, aber hat jetzt nicht gereicht, um diese Stellung zu verteidigen gegen 2-4, der einfach ein besseres Endspiel aufgrund von einem aktiveren König bekommen hat. König D6. Und aufgrund, dass meine Bauern hier auf Weiß stehen, wir weißfeldige Läufer haben. Das sollte sehr lehrreich sein, was es bedeutet. Also selbe Felderfarbe hat man jetzt gemerkt, weil der Läufer ist nutzlos, der kann die einfach nicht angreifen. Läufer C4. Die Stellung hier, also es war Läufer D7, war schon wieder ungenau. Übrigens, ich habe jetzt die ganze Zeit geredet, hier hätte man Läufer D5 spielen sollen, mit der Idee, also den Bauern erstmal wieder ziehen zu lassen, zum Beispiel A4 und dann direkt König D6 sofort reinzukommen. Hat mit Läufer 7 hat mir ein Tempo geschenkt und ich hätte jetzt hier auch Remis halten können, wenn ich einfach Läufer E6 spiele, aber okay, das ist jetzt nicht so leicht zu sehen, die Idee. Oh, nicht Läufer D3, Läufer E6, stimmt, die habe ich noch in der Partie gesehen. Die Idee ist es, hier auf Läufer E8 in der Stellung König D3 zu spielen und jetzt Druck auf den Bauern zu machen. Und wir haben den Läufer passiv gestellt, der kann fast nichts mehr machen und Schwarz hat hier einfach keinen Weg mehr, aber wenn der König zieht, nehme ich. Ich habe die Gefahr nicht gesehen, habe hier König D3 gespielt, was schon einen ordentlichen Unterschied macht, weil auf Läufer C8 ist der Läufer nicht passiv auf E8, sondern kommt wieder über B7 nach F6 und hier habe ich A5 gespielt, König B7, B6 war auch noch in Ordnung, A schlägt B6 und hier müsste man A6 spielen. Okay, sieht jetzt erstmal nicht aus, gefährlich aus, aber ich stelle den Bauern nach A7 und der Läufer kann nie schlagen, weil ich mir eine Dame hole und wenn der König jetzt irgendwie ranläuft, presse ich immer D4 und dann habe ich zwar auch Gefahr wegen dem hier, aber die Stellung scheint noch offener zu sein. Ja, hier war es jetzt dann ziemlich schlecht und aus. Besser Verteidigung wäre hier noch Läufer D5 gewesen, um auf Läufer schlägt G4 noch Läufer E4 zu spielen. Sieht ein bisschen aktiver aus, aber wenn der König jetzt von hinten kommt, fresse ich hier. König muss anfangen zu verteidigen, aber das ist auch gewonnen. Aufgrund, dass beide auf schwarzen Feldern stehen. Also wahrscheinlich kann mich Schwarz auch einfach austempieren später. Ja, und das war jetzt völlig aus. Aber coole Partie, ich habe auf jeden Fall was gelernt, ich hoffe ihr auch und wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video. Und wenn ihr ein bisschen was übrig habt, würde ich mich über eine kleine Spende sehr, sehr freuen für die viele Arbeit, die ich hier für euch leiste und falls nicht, auch kein Problem, wenn ihr die Videos schaut, ist es für mich genug. Macht's gut, ciao.